Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alone in the Dark. Bei der letzten Folge sind wir wieder, haben wir einen Weg gefunden, um hier zurückzukommen. Und ich glaube, hier war eine gewöhnliche Uhr, die ich gar nicht mal so gewöhnlich finde. Hier war doch was mit Asche. Die Asche ist noch warm. Ja, das ist unser Stichwort fürs Epic-Feuerzeug. Und wieso kann ich mit dem Steuerkreuz nicht das machen, was ich gern mache? Jetzt mal im Ernst, was ist mit dem Steuerkreuz? Ich mich. Ja. Vergesst es. Der Controller mag mich nicht. Ich will auch nicht das Walkie-Talkie verwenden, wenn ich jetzt. Diesen Gegenstand können Sie hier nicht benutzen. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ich bin da anderer Meinung. Ich bin da definitiv anderer Meinung. Warte mal hier. Mann. Klick, 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 klick. Ich bin da definitiv anderer Meinung. Aber okay, wenn das Spiel das so will, dann ist es mir relativ egal. Ich überlege gerade, wir haben noch einen Schlüssel. Diese Tür ist abgeschlossen. Können wir eventuell. Nein, okay, ja, gut. Soll mir recht sein, dann werde ich nicht noch mehr verwirrt. Können wir da vielleicht wieder, kann ich es zurückschieben, ja. Meine, wir brauchen das ja in dem Sinne nicht mehr. Und, ja, hätte ja sein können, dass es jetzt geht. Ich meine, ich hätte keinen Grund dafür, aber egal. Wir können jetzt jedenfalls hier durch. Das erspart uns einige Zeit und einige Monster. Jetzt muss ich auch mal gucken hier. Ich hab. Oh! Ja! Dankeschön! Ich hab doch schon wieder die Orientierung verloren. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ja, das sieht mysteriös aus. Das könnte was mit der Opferzeremonie zu tun haben und ich suche krampfhaft einen. Oh. Gut, dass er keine Muni drin hat, ansonsten hätte ich jetzt einen Schuss vergeudet. Ja, vergesst es. Oh ja, Speicheramulett. Gute Idee! Ich habe seit den letzten drei Videos nicht mehr gespeichert. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Ich glaube, wir haben auch keine Medi-Päckchen mehr. Weil ich ein Noob bin. Ja, wir haben keine mehr. Oha! Scheiße! Das war geil! Das war. Oh. Oh, Moment. Moment. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich lache oder heulen soll, aber das war nicht schlecht. Okay, Kumpel. Nein. Was? Ich kann mich. Ich habe das selber jetzt gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe mich eigentlich. Oh, schick. Ich habe jetzt eigentlich nur geguckt, ob das überhaupt was abzieht, aber ich habe anscheinend irgendwas angeschossen. Oh. Oh mein Gott, ey. Ja, was haben wir hier? Ich werde.
Eine Leuchtkugelpistole. Schön. Wie viel haben wir denn davon? Wir haben drei. Ich glaube, das mit der Sniper vielleicht doch noch war. Sag mir nicht, du gehst wieder durch diesen Spiegel durch. Nein. Der Spiegel macht auch dasselbe wie ich. Hoffe ich jetzt mal. Ja. Manchmal kann man ja seinem eigenen Spiegelbild nicht trauen und boah. Das war nicht schlecht. Mein Gott. Das war aber auch kein. War das der erste Miniboss? Ich glaube nicht. Langsam bezweifle ich, dass es hier auch sowas wie Miniboss gibt, aber es wäre äußerst ratsam, mal den Lichtschalter anzumachen. Und diese Kameraperspektive. Und ich hoffe, der Lichtschalter bleibt auch an. Diese Tür ist abgeschlossen. Da habe ich was dafür. Okay. Oh, sorry, vielleicht ist es ja die Tür hier. Sie scheint versiegelt zu sein. Versiegelt zu sein ist der Bruder von abgeschlossen. Wenn irgendwas verriegelt, versperrt die Tür, ist der Cousin. Ich hab doch. Okay, kann ich so nachladen. Ich hab doch den fucking Lichtschalter an. Ich glaube hier drin. Ja. Sorry, aber ja. Ich kann mich. Was? Ich hoffe, ich kämpfe jetzt nicht immer gegen die einen und dieselben hier. So, da sind wir hergekommen. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Sie ist versiegelt? Okay. Und wieso erscheinen diese Monster? Ich hab doch das verdammte Licht an. Leute, ihr müsst euch auch an eure eigenen Regeln halten. Bitte. Ein leerer Schrank. Ja, das Thema hatten wir letztes Mal schon. Wahrscheinlich sind da die übelsten Atombomben drin, aber ja, er ist leer, mein Gott. Das sagst du nur, weil du mit diesen Chemikalien nichts anfangen kannst. Eine Büste von Richard Morton. Ist das einer von den bösen Mortons? Hier ist schon zu oft der Name Morton gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, es funktioniert alles nicht. Oh nein, das lässt mich vermuten. Wenn ich jetzt ausnahmsweise mal alles richtig kontrolliert habe, müssen wir jetzt ganz nach unten. Leider. Ich gehe aber mal diesen Weg hier, um erstmal alles zu checken. Und wahrscheinlich werde ich jetzt wieder ein Monster angreifen. Nein. Wir müssen tatsächlich hier runter. Und ich glaube. Ja, ich glaube, ich werde für diesen Fall den Granatenwerfer benutzen. Wenn ich alles richtig mache, sollten sie. Moment. Vergesst es. Ich habe 159 Patronen von diesem Schwachsinn. Ich glaube. Ich nehme lieber das hier, das erscheint mir sinnvoller und sparsamer. Bitte porte dich nicht. Lass mich. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Stirb. Okay, es war die dümmste Idee seit Frankenstein. Nee. Ich kann jetzt nur hoffen, dass sie nach einem Schuss sterben, aber. Ah, ich Vollidiot. Ich hätte wahrscheinlich nur noch einen Schuss gebraucht. Okay. Egal. Schlimmer kann es eh nicht mehr kommen. Zur Not müssen wir das Spiel nochmal neu starten. Aber ich glaube, dann nehme ich es nicht nochmal auf. Das wäre zu lächerlich. Moment. Ich bin doch behindert. Ich habe doch noch Medipäckchen. Ja, abgeschlossen.
Mann, wofür ist denn dieser verdammte Schlüssel? Sie haben aufgeschlossen. Moment, 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 Moment. Ja, ich habe nur den einen Schlüssel. Und wenn ich was aufschließe, kann es... Oh mein Gott, ich ahne was. Ja. Ja. Okay, alle Wege führen nach Rom. Was machst du, Controller? Nur die Frage ist, wo ist Rom? Du bist noch verschlossen. Kann ich jetzt... Kann ich da nicht benutzen, okay. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, da oben war noch eine Tür, die ich eventuell mit dem kleinen Schlüssel aufmachen kann. Ansonsten bin ich wieder in einer Sackgasse. Tja, nein, sie scheint versiegelt zu sein. Okay. Okay. Fassen wir doch nochmal zusammen. Wir müssen den Zwillingsbruder von Robert Morton. Stimmt das? Suchen? Wir müssen einen bösen Morton aufhalten. Nur die Frage ist. Wo ist dieser Morton? Ich guck mal eben. Ja, Notizbuch, genau. Eine alte Frau im Dachgeschoss. Oberts Mutter, sie ist halt verrückt. Immer noch die Bibliothek. Wo ist die? Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Dankeschön. I know where to go. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist die Bibliothek da, wo dieses, dieses komische Schiff Dingsbums war. Da, wo zum ersten Mal diese Viecher runterkamen. Und ja. Da können wir sicherlich nochmal das Feuerzeug benutzen. Und ich laufe gerade wieder den übelsten Weg. Egal. Wie gesagt, alle Wege führen nach Rom. Nun liegt es an uns, Rom zu finden. Und Monster. Ja, ich gehe mit Absicht langsam. Und ach, egal, die Lichtschalter scheinen sich von selber wieder aus. Nein. Nö, 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 nö. Moment, wir haben noch. Wir könnten noch probieren, die Tür da aufzuschließen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, durch die Monster zu gehen. Nein, ich gehe den konventionellen Weg, den überaus umständlichen Weg. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal das Spiel neu zu starten, von vorne anzufangen, was auch immer. Das ist mir dann auch so blöde. Egal was ich mache. Oder war das? War das die Tür da hinten? Es ist scheißegal. Ich komme hier nicht durch. Moment, wir haben da oben auch noch eine Tür, die abgeschlossen war. Bitte sei. Ja. Hier hoffe ich jetzt mal, ist irgendwas. Ich soll ja in die Bibliothek gehen und ich habe doch eine Karte. Muss die, wie mache ich diese Karte auf? So. Ja, das sagt mir alles hier nichts. Zumindest sind schon mal alle Türen offen. Ah, es sieht. Ja, okay, es sieht auch nicht unbedingt wie eine Bibliothek aus. Oder war das? Ach, ich weiß es doch nicht.
Die können mir viel von der Bibliothek erzählen. Ob es dann letztendlich eine ist, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Genauso wie ich euch. Boah, ja. Was seid ihr denn für miese Typen? Ich weiß es. Ich gebe jetzt wahrscheinlich 500 Methoden, diesen Satz viel cooler zu sagen, aber wir wollen ja politisch korrekt bleiben und hier keine Schimpfwörter verwenden. Noch nicht! Muha! Die kommen dann später, wenn ich wieder Game Over werde. Also, ich hoffe, ja, die ist abgeschlossen. Ich bete jetzt einfach mal das. Oh, ja, ja, so! Da habt das, Leute, beten bringt nichts. Jedenfalls nicht, wenn man in einem Höllen Horrorhaus ist, das auf einer bekloppten Insel ist. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Schon klar. Schon klar. Ach ja. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Ja, dann. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal dahin, wo wir die Flaschen bekommen haben, in der Hoffnung, dass sie dies als Bibliothek anerkennen. Moment, ich habe eine Theorie. Und wie sieht's im Praktischen aus? Und zwar, nein, ich Vollidiot. Und zwar habt ihr doch gerade dieses Bild da gesehen. Vielleicht. Ich soll ja nicht so querdenken. Vielleicht kann man das an dem Feuerzeug verwenden. Obwohl, das ist ja Quergedenke, oder nicht? Wahrscheinlich ziemlich nutzlos. Ey, yo, es ist nutzlos. Okay. Alles klar. Ja, ist das hier. Es könnte auch ein Lager sein. Abstellraum, weil die Bibliothek sieht ja auch nicht wirklich aus. Gibt wahrscheinlich keine. Das haben wir schon gelesen, keine Sorge. I don't know. Oh! Abkhanis Indianer, das Bindeglied zwischen zwei Menschheiten. Ach, muss das jetzt sein? Nö. Leute. Ich werde das natürlich auch lesen, keine Sorge, aber denn, wenn ich dieses Video bearbeite. Sowieso nur dazu da, um mehr in die Welt von Alone in the Dark einzutauchen, glaube ich zumindest. Andererseits habe ich die natürlich einen Scheiß, wenn da jetzt irgendwas Sinnvolles drin stand. Ich meine, es wird sinnvoll sein, aber ihr wisst schon, wenn da jetzt irgendein Passwort für irgendeine Tür drin stand oder so, dann habe ich die Arschkarte. Oh nein, geh zurück. Glück gehabt. Okay Leute, ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt und sage es einfach mal. Das war's für heute mit Let's Play Alone in the Dark. Bis zum nächsten Mal. Ja.